Ja, Hallöchen, meine Lieben, und fuck, ist das Ding laut. Bekommst du einen kleinen Mini-Mein-Ankündigungsvideo, und zwar man hört es vielleicht, ich bin wieder auf die Webcam umgestiegen. Das Problem ist nämlich, ich habe vor kurzem Umoria aufgenommen und hab jetzt die Folgen genannt. Zwei Stück. Und da ist mir aufgefallen, dass in der dritten Folge ab Minute 1 das Mikrofon wieder irgendwie dieses komische, was ich schon ein paar Mal hatte, dieses kann ich nicht mehr machen. Klingt, als würde ich irgendwie durch ein übelst altes Telefon sprechen. Jetzt hätte halt irgendwie das Mikrofon, der Kondensator oder was weiß ich was an dem Mikrofon einen Knall. Und dementsprechend, ja, kann auch sein, dass es mit zu wenig Strom hat, zu tun hat, aber das ist mir auch passiert, wo ich das Ding hinten an USB angeschlossen habe. Das ist irgendwie, das hat irgendwie anscheinend einfach eine Macke. Das ist halt auch schon ein paar Jahre alt jetzt. Das Problem, ich habe momentan nicht unbedingt die Kohle, mir ein ordentliches Mikrofon zu kaufen. Sonst hätte ich mir schon längst einen Rode oder so geholt, so ein Studio-Mikrofon mit Studioarm und sowas, dass ich halt auch ordentlich Audioqualität habe. Wobei das sowieso in dem Raum hier nicht allzu viel bringt, weil dem Wohnzimmer, der ist nämlich nicht schallisoliert, das heißt, es würde eh scheiße klingen. Jetzt muss ich erstmal wieder aufs Mikrofon von der Webcam umsteigen, dass ich überhaupt ein Mikrofon habe, der auf eine, ich glaube, einer der Vorteile ist, dass man eventuell nicht unbedingt so stark hoffentlich den Ventilator hört. Weil ich muss momentan hier bei der Hitze, die wir jetzt im September haben, den Ventilator machen bei der Aufnahme. Es geht nicht anders, weil ich sonst schwitze ich mal eins zurecht und meine Brille beschlägt und ich sehe nichts mehr. Und wenn ich schwitze, anfange zu schwitzen, werde ich auch nervös ohne Ende. Das ist auch so ein Ding bei mir. Dementsprechend, also ich wollte euch nur vorwarnen, wenn dann nur Muri demnächst kommt. Die dritte Folge ist leider, ja, ich wollte es auch nicht komplett stumm schalten, weil das wäre auch kacke gewesen. Ich kann halt die Audioaufnahmen auch nicht nachträglich bearbeiten, weil ich das mit OBS aufnehme. Und das ja keine unterschiedlichen Audiospuren in die Datei erzeugt. Das heißt, ich müsste halt eigentlich, wie man es normalerweise macht, mit Outer City oder sowas nebenbei aufnehmen oder wieder die Story nehmen. Wobei die Story, ach, das habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Das ist einfach, ich habe einfach auch nicht mehr die Zeit, groß die Sachen zu rendern. Das ist einfach, das Einzige, was ich noch rendere, sind die Grind-Aufnahmen und selbst da, ja. Es dauert einfach ewig, das Zeug zu rendern. Und die Zeit habe ich nicht mehr. In die Ruhe. Ja. Sorry, Leute, aber ich muss sagen, ankündigen, dass euch nicht wundert. Aber wenn ich jetzt in den nächsten paar Folgen auch bei Mario wieder aufs alte Mikrofon umschwenke, einfach damit eure Ohren nicht noch mehr gequält werden, das ist nämlich ganz gut. Es ist ja nicht das ultra schlechteste Mikrofon auf der Welt. Es geht ja nur einigermaßen. Hauptsache, man versteht mich, hoffentlich. Es ist qualitätstechnisch halt Rotze, aber was soll ich machen? Momentan kein Geld für 60, 70 € mit dem Mikrofon zu holen. Und Mikrofon haben nochmal für 20, 30 € oder so. Oder eigentlich müsste ich 100 € ausgeben für ein Mikrofon, um wirklich ordentlich jetzt zu bekommen. Aber naja, gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.